können geflüchtete Ukrainer in Deutschland schon mit 50 in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hatten ja schon früher mal in einem Video dargestellt und dargelegt, da ging es um die Frage, ob Ukrainerinnen und Ukrainer, die aus der Ukraine wegen dem Ukraine-Krieg geflüchtet sind, hier in Deutschland mit 57 Rente bekommen können. Und jetzt bin ich mit einer ähnlichen Fragestellung konfrontiert worden in einem Beratungsgespräch. Da ging es vor allen Dingen darum, dass der Kunde von uns aus Ostdeutschland ja eine relativ geringe Rente bekommen wird und er natürlich darüber auch extrem sauer ist, ist ganz klar, ja. Und hat uns dann auch sein Lebensschicksal mal erklärt und wie das alles zustande gekommen ist. Und er hat dann so in den Raum reingeworfen, naja, das kann ja alles nicht wahr sein. Den Ukrainerinnen und Ukrainern wird sozusagen alles hineingeblasen. Sie wissen schon, was ich meine. Und ich stehe hier mit meiner Rente da und muss zum Grundsicherungsamt gehen, denn da reicht es hinten und vorne nicht aus. Und wie kann das eigentlich sein, dass die Ukrainer, ja, ich war schon froh, dass er das Wort wenigstens im Mund genommen hat und nicht nur die gesagt hat, schon mit 50 in Rente gehen können. Hier in Deutschland. Naja, und da ist mir ein bisschen die Hutschnur geplatzt und da habe ich ihm gesagt, passen Sie auf. Zeigen Sie mir bitte das Gesetz oder die Stelle, wo das steht, dass ein Ukrainer mit 50 hier in Deutschland in Rente gehen kann. Und dann habe ich dann schon fast im schulmeisterlichen Ton dem Herrn mal dargelegt, wie die Rechtslage wirklich ist und dass das eigentlich ziemlich ungerecht ist, was hier gemacht wird, dass man also sozusagen nur, weil der Ukrainer oder die Ukrainerin aus der Ukraine kommt, jetzt behaupten kann, sie können mit 50 in Rente gehen oder er oder sie können mit 50 in Rente gehen. Das ist natürlich völliger Unfug. Ja, ich habe dem Herrn dann auch mitgeteilt, dass es ganz klare gesetzliche Regelungen gibt in Deutschland, die sagen, klipp und klar sagen, ich kann nur unter bestimmten Voraussetzungen in Rente gehen. Und natürlich ist es so, wir haben im europäischen Recht, aber dazu gehört die Ukraine eben nicht mehr dazu, die Möglichkeit, dass man Wartezeiten aus anderen Ländern bei den Wartezeiten in Deutschland zusammenschreiben kann. Das kann man zusammenaddieren. Also wenn ich 20 Jahre in Deutschland gearbeitet habe und habe 20 Jahre in Österreich gearbeitet, dann habe ich 40 Jahre. Und diese 40 Jahre reichen dann aus für die Wartezeit 35 Jahre. Und dann kann ich, wenn ich das 63. Lebensjahr vollendet habe oder wenn ich eine Schwerbehinderung habe, schon ein bisschen früher, schon früher in Rente gehen. Völlig klar, ja. Das geht aber für die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht, die seit 2022 nach Deutschland gekommen sind, vorher in Deutschland noch nie gearbeitet haben. Die kriegen hier in Deutschland aktuell keine Rente, weil die haben noch nicht mal die Mindestversicherungszeit von 5 Jahren für eine Altersrente, für eine Regelaltersrente erwirtschaftet. Es gibt natürlich auch Sozialversicherungsabkommen, die Deutschland hat, mit anderen Ländern, wie zum Beispiel USA oder Türkei. Oder früher gab es auch noch ein Sozialversicherungsabkommen mit Polen, aber das ist jetzt weg. Also jetzt greift das EU-Recht in dem Bereich. Wir haben also mit verschiedenen anderen außereuropäischen Ländern SV-Abkommen. Ja, und da gibt es auch die Möglichkeit, dass rentenrechtliche Zeiten zusammengeschrieben werden als Wartezeiten für eine entsprechende Altersrente hier in Deutschland. Aber dazu zählt die Ukraine eben auch nicht. Und dann noch etwas, meine Damen und Herren. Es gibt in Deutschland keine Altersrente mit 50. Wer sowas behauptet, der erzählt einfach nur Unfug und das ist Blödsinn. Also wir haben hier in Deutschland ganz klare gesetzliche Regelungen und lassen Sie sich da bitte nicht ins Bockshorn jagen. Ukrainerinnen und Ukrainer bekommen in Deutschland keine Altersrente ab 50. Das wäre ja noch schöner. Die würden ja dann tatsächlich in dem Sinne bevorteilt werden. Und da wir diese Diskussion nicht brauchen, können wir eigentlich damit letzten Endes auch aufhören. Also, im Ergebnis festzustellen, Ukrainerinnen und Ukrainer oder sonstige andere Nationalitäten der gesamten Welt haben in Deutschland keinen Anspruch auf eine Rente ab 50. Alle, die hier eine Altersrente haben wollen, müssen entsprechende versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen. Wenn sie die nicht haben, können sie keine Rente bekommen. Ja? Das ist eine ganz klare Sache. Und ich muss, um eine Regelaltersrente zu bekommen, mindestens 5 Jahre allgemeine Wartezeit nachweisen. So heißt die. Die heißt allgemeine Wartezeit. Und dahinter verbergen sich 60 Kalendermonate Beitragszeiten.
So, entweder Pflichtbeiträge durch eine Beschäftigung oder freiwillige Beiträge. Aber wenn ich aus der Ukraine komme, aus Kiew, weil ich geflüchtet bin, am 01.01.2023 komme ich hier nach Deutschland, dann habe ich noch nicht einmal jetzt am 17.08.2024 diese 5 Jahre Wartezeit für eine Regelaltersrente erfüllt. Dazu müsste nämlich der oder die betroffene Ukrainerin oder Ukrainer hier in Deutschland eine versicherungsrechtliche Beschäftigung aufnehmen oder hier in die Rentenkasse freiwillige Beiträge einzahlen. Und das werden die meisten nicht machen. Etwas anderes könnte sein, wenn eine Ukrainerin hier in Deutschland ein Kind zur Welt bringt und erzieht, dann werden ihr für jedes Kind 3 Jahre Kindererziehungszeiten gutgeschrieben. Und dann hat die Dame unter Umständen Anspruch auf eine Regelaltersrente, wenn sie wenigstens 60 Kalendermonate Kindererziehungszeiten nachweisen kann. Das geht aber mit einem Kind nicht, aber mit 2 Kindern schon. Näheres zu diesem Thema, wie immer auf rentenbescheid24.de. Ukrainer bekommen mit 50 keine Rente in Deutschland. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.